Wenn ihr bei Warframe ein paar Tipps haben wollt, dann bleibt dran. Ich glaube, ich habe da was für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Warframe. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Marktplatz und der Schmiede. Ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht so lange wird, weil so viel gibt es da eigentlich auch nicht zu erzählen. Markt ist eigentlich im Großen und Ganzen selbsterklärend, aber trotzdem gehe ich darauf ein. Und zwar auf dem Marktplatz könnt ihr natürlich Warframes so kaufen oder halt auch die Blaupausen und die dann dementsprechend nachher in der Schmiede zusammenbasteln. Die Warframes könnt ihr auch für Credits, also sprich das ist das Ingame-Geld, kaufen und dementsprechend dann auch zusammenbauen. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel Volt. So, für Volt müsst ihr selber unten stets kaufen 35.000 Credits bezahlen. Die Bauanforderung dafür ist 25.000 Credits, dann das Chassis Volt, Helm Volt und System Volt und eine Orokin-Zelle. Alles ist im Spiel verfügbar und die Blaupausen zu den einzelnen Frames findet man bei Bossen. Eine genaue Auflistung, ich werde in der Videobeschreibung werde ich einen Link reinsetzen zu einer Wiki-Seite, zu einer deutschen, und dort kann man das wirklich erfahren, wo man welche Blaupausen bekommt, zu welchem Frame. Manche sind etwas schwieriger zu bekommen, manche relativ, ja, einfach. Oder halt nicht so umständlich, wie man am besten dazu sagt. Und dementsprechend. Auf jeden Fall müsst ihr halt, wenn ihr die einzelnen Blaupausen bekommen habt, von Chassis, Helm und Systeme, die müsst ihr dann auch noch zusammenbasteln. Aber das zeige ich euch gleich in der Schmiede. So, dann gibt es dann auch noch Waffen. Waffen, Blaupausen könnt ihr natürlich auch kaufen. Wie man hier sieht. Die kosten auch ein paar Credits. Ich habe mir zum Beispiel die Stuck-Blaupause gekauft, weil ich mir die halt machen wollte. Dann habe ich mir den Magister habe ich mir gekauft. Das ist die Nahkampfwaffe hier vom Paladin. Ich werde mir aber bei Gelegenheit auch noch das Dunkelschwert. Ist das eigentlich hier dabei? Ich sehe das gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass das Dunkelschwert bei einem Boss droppt. Das könnte gut möglich sein. Ich gucke jetzt gerade mal. Galantine ist auch ein nettes Schwert, muss ich sagen. Und hier sieht man schon, dafür braucht man 30.000 Credits, 4 Gallium, 750 Bergungsgut, 500 Rubedo und 200 Legierungsplatten. Für die Blaupause selber zu kaufen, kostet 25.000 Credits und man braucht nochmal 30.000 Credits. Die 4 Gallium, da braucht man ein bisschen Zeit für, die zu bekommen. Da gibt es aber Events für, wo man das dann bekommen kann. Dann gibt es hier noch Ausstattung. Wie gesagt, bei den Waffen, da empfehle ich als Primärwaffe vielleicht die Bretton zu kaufen. Die kann man mit Credits noch kaufen, nicht, die muss man nicht für Platin. Also die kann ich zumindest am Anfang empfehlen, dass man dafür Geld ausgibt. So, dann hier bei den Komponenten. Hier gibt es den Orokin Reaktor, den ich empfehle halt zu kaufen, weil der wirklich sehr, sehr selten man bekommt. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht bekommen. Und dementsprechend kann man ihn hier für 20 Platin bekommen. Und daher, dass man, glaube ich, 40 oder 50 Platin bekommt am Anfang, kann man diese Platin dann zumindest einsetzen. Aber ich würde es wirklich dann für den Frame auch nehmen, mit dem man wirklich dann spielen möchte. Oder auf längere Zeit spielen möchte. Kosten eigentlich Nanosporen. 30 Platin. Ah, man bekommt 3000 Nanosporen, okay. Das mit Neurode. 10 Platin für eine Neurode. Das ist aber auch ein netter Preis. Und der Orogen-Beschleuniger.
ist für, ja, verdoppelt die verfügbare Mod-Kapazität einer Waffe. Kostet 20 Platin. Dann gibt es hier noch Pakete, wenn man die möchte, aber die gibt es dann halt auch wirklich nur für Platin. Hier gibt es auch Ausrüstung, was ich auch schon mal erwähnt hatte. Hier die Team-Energienachschub-Blaupause oder Team-Gesundheitsnachschub-Blaupause, aber das zeige ich gleich in der Schmiede. Hier gibt es die Wächter-Blaupause, die kostet aber dann auch 100.000 Credits und man braucht dann halt auch noch ein paar Sachen dann, ne? Ich bin noch überlegen, den DevCube zu nehmen, ehrlich gesagt, aber ich bin da nur noch unschlüssig, auch wenn ich habe auch die Kohle noch nicht ganz. So, kommen wir dann zur Schmiede. Die Schmiede ist eigentlich relativ einfach erklärt. Dort werden eure Blaupausen angezeigt, die ihr gesammelt habt, und dann auch angezeigt, was ihr herstellen könnt. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt als tägliche Belohnung die Grakata-Blaupause bekommen und könnte sie auch herstellen. Wie man sieht, man braucht dafür 2 Neurode, 400 Legierungsplatten, 900 Bergungsgut und 100 Polymerbündel. Und dann, das Ganze kostet mich 25.000 Credits und es dauert 24 Stunden. So, aber wie ich vorhin schon mal sagte, hier ist ein Helm Mac Prime. Und so verhält sich das dann auch mit den anderen zwei Teilen dann noch, die man dann braucht für ein Frame. Und hier bräuchte ich dann 150 Legierungsplatten, 2 neurale Sensoren, 150 Polymerbündel und 750 Robedo plus dann noch 15.000 Credits. Und das Ganze dauert dann 12 Stunden. Und bei den anderen zwei Sachen, die man dann noch braucht, sieht es nicht wirklich anders aus, ne? Also man braucht da schon, man muss wirklich farmen gehen und so weiter und so fort. Aber was man braucht, die Legierungsplatten, neurale Sensoren und so weiter und so fort. Man muss da nicht lange nachsuchen, man braucht nur auf die Planeten zu gucken und man sieht hier zum Beispiel, auf der Venus bekomme ich Legierungsplatten, Polymerbündel, Schaltkreise und viel Drohnenproben. Wenn ich hier gucke, auf der Erde bekomme ich Ferrit, Rubedo, Neurode, Detonitampulle oder sagen wir mal hier auf Uranus bekomme ich Gallium, Plastide, Polymerbündel und so weiter und so fort. Also, oder hier gibt es auch das Steuermodul auf Europa, da gibt es auch Morphide, Rubedo und viel Drohnenprobe. Also, man kann es sehen, wo man was herbekommt. Ansonsten einfach auf die Wiki-Seite gehen. Dort ist es dann wirklich alles aufgelistet und macht dann einem vielleicht einfacher, wenn man halt zu faul ist, so zum Suchen. Oder wie auch immer. Hier sieht man, für die Stack, die ich mir machen möchte, brauche ich noch eine Neurode und ein Gallium. Dann kann ich das herstellen. 20.000 Credits und es dauert 24 Stunden. Hier sind Sachen fertig. Wenn ich dann da drauf gehe, halt, ist es halt dann hinzugefügt. Um das dann hier halt nochmal zu zeigen. Hier Team Energienachschub, also das sind so kleine Sachen. Da brauche ich 25 Polymerbündel und 250 Ferrit. Es kostet 1000 Credits und 0 Stunden. Das stimmt nicht ganz. Man braucht eine Minute. So, ich stelle das einfach mal her. Dann wird dann, damit das mal gezeigt wird. Hier, es dauert eine Minute, bis das hergestellt wird. Und bei dem anderen ist es dann halt genauso. Es gibt auch Orokin Wrack. Missionen, die man dann halt sich kaufen kann. Das ist hier Marktplatz unter Schlüssel und Drohnen hier. Das sind hier die Origin-Wack Blaupausen für Attentat, Auslöschung, Gefangennahme, je nachdem welchen Modus man spielen möchte. Hier gibt es auch noch eine Titan-Extraktor. Oh, die ist neu, sehe ich gerade. Extraktor-Blaupause. Das weiß ich nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Schicke den Extraktor auf einen Planeten, um Ressourcen zu sammeln. Ah, okay. Ah, das ist interessant. Das ist wirklich neu. Ja, das kostet 10.000 Credits und 500 Polymerbündel. Ich glaube, das ist so einer, der, den du, ja, steht ja auch da, den man auf Planeten schicken kann, für Ressourcen zu sammeln. So ein kleiner Farmbot. Das ist nice. Ich glaube, den kaufe ich mir. So, danke für den Einkauf. Jetzt habe ich natürlich 50.000 ausgegeben, die jetzt vielleicht ich brauchen würde für was anderes. Aber mein Gott, Geld ist nicht wirklich hier, dass man das schlecht wieder zurückbekommt. Ah, hier. So, der Polymerbündel. 6 Stunden.
Ah, Polymerbündel fehlen. Und dann muss ich Polymerbündel sammeln gehen. Ich bin nur gespannt, ob das einmal ist. Den schickt man halt einmal weg. Und wenn er dann weg ist, ist er dann auch noch verbraucht und man muss sich einen neuen machen dann. Oder ob man den dann, dann immer wieder benutzen kann. Da bin ich gespannt drauf. Aber da muss ich halt noch dann ein bisschen farmen gehen. Ja, so verhält sich das dann halt mit der Schmiede. Und ich würde mal sagen, ja, das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich glaube, damit ist dann auch in dem Sinne bei Warframe alles abgedeckt, weil der Posteingang, der erklärt sich wohl auch von selber, Codex, dort kann man nachgucken, inwiefern man Informationen zu einzelnen Sachen haben will, wie zum Beispiel Waffenvergleich. Hier kann man nachgucken, Stats und so weiter von den Waffen her oder von den Frames, wenn man hier nachschauen möchte, wie manche Frames oder was sie für Skills haben oder wofür sie eingesetzt werden und so weiter und so fort. Das ist hier raus zu ersehen und oder hier zu einzelnen Mods. Oder hier gibt es auch Bildergalerien und so weiter und so fort. Einfach mal reinschauen, wenn man sich informieren möchte. Ja, das war es jetzt dazu zum Markt und zur Schmiede. Im nächsten Teil werde ich mich dann mit Events dann beschäftigen und drauf eingehen. Ich sag von meiner Seite aus, ja, das war's. Ich wiederhole mich zwar jetzt, aber ich sag's trotzdem. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Abonniert mich. Wenn ihr auch noch was anderes sehen wollt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/xmap. Dort bin ich auch regelmäßig online. Eine Verlinkung dafür ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Und ansonsten ja, bin ich dann raus für heute und ciao, tschüss, bis demnächst.